Hallo Freunde der Spielkultur, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört und haben der Dame im Leuchtturm geholfen und, besser gesagt, haben wir uns in diesem Bunker begeben, um die Karten zu finden. Das haben wir auch geschafft. Ja, da drüben ist ein Scharfschütze. Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. Ja. Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stepan. Hm. Folgendes habe ich jedenfalls in Erfahrung bringen können. Okay. Siehst du den Kran am Dock? Moment, ich muss mir ein bisschen schauen. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Solltest du dir also mal ansehen. Hm, das schaue ich mir gerne an. Jetzt sieh dir das kaputte Boot an. Siehst du es? Naja, es ist nicht wirklich kaputt gegangen, sondern vielmehr sorgfältig zerlegt worden. Ich habe Laster mit Gefangenen an diesem Boot ankommen sehen. Anscheinend halten die Banditen dort ihre. Dann wir uns mal da hier ein bisschen um. Dann ist da dieses Gebäude dort, hinter dem Hafen. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Ah, da meint er. Okay, danke, Anna. Ach, du hast also die Karten. Du und Damir habt gute Arbeit geleistet. Gut. Ah, die Maske kann ich eigentlich absetzen. Danke, Freund. Beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Okay, danke. Perfekt, dann schließen wir mal die ganzen Sachen ab. Jo. Wo geht das hin? Das geht da drüben hin. Das ist okay, glaube ich halt. Das werden wir gleich herausfinden. Hier hat es ein bisschen einen. Gibt es einen kleinen Grafikfehler hier hinten, wo die Welt aufhört. Moment. Hier drüben ist jetzt ein behinderter Scharfschütze. Okay. Sicher, du stirbst ja nicht. Ja, natürlich. Ja, klar. Alter. Ja, und auf Wiedersehen. Alter, ich lasse da die Magazine rein, hä? Hey. Schwächer wie die andere? Ja, klar. Ich mein. Alter, was ist mit dir? Ich hau fast ein. Ich hau fast drei Magazine von dieser Dreckswaffe rein. Und der Tod steht noch immer. Ja, das mache ich zum Schluss. Aber ich möchte hier jetzt mal. Seht ihr? Was meine ich? Voll der Grafikfehler. Ja. Jedenfalls, jetzt möchte ich eigentlich zuerst diese. In diesem Schiff erledigen, weil hier müssen wir alle töten und den die Sklaven befreien. Ja. Wenn wir schon hier in der Nähe sind, können wir das ja eigentlich auch gleich mitmachen. Es ist aber auch ziemlich wichtig, dass unser netter Freund Duke, glaube ich heißt er, bei uns bleibt. Wenn wir die Sachen nicht erledigen, da habe ich ja beim letzten Mal nachgesehen, ihr müsst den ersten Banditen nicht töten. Danach müsst ihr Sklaven befreien. Ja, da schnell nach. Am Leuchtturm einfach nur kurz schießen, so wie ich. Beim letzten. Einfach nur kurz schießen oder durchrennen und sie mit K.O. schlagen. Das geht auch. Genau, im Bunkerabschnitt das Foto holen. Das haben wir ja gemacht beim letzten Mal. Und
dann in der Oase keinen Sklaven töten. Wenn man zum Baron hochkommt, muss man 2 Sklaven helfen. Und, ja, in der Oase müsst ihr auch noch 2 paar Sklaven befreien. Und wenn ihr dann dieses Gebiet durchgespielt habt, dann habt ihr die Trophäe erreicht. Damir. Nein, Damir heißt er, genau. Und dann habt ihr die Trophäe Damir erreicht. Und dann kommt er auch mit. Und wenn er nicht mitkommt, habt ihr irgendwas falsch gemacht. Was mir wahrscheinlich auch passiert, aber... ja. Was wir leider nicht beim nächsten Run machen können. Weil... hier schon die Tränen. Dann setzen wir mal nochmal ein Nachtsichtgerät auf. Okay, jetzt mache ich mir mal Munition. Rest kalten. Ich glaube, ich baue den Laser ab. Ich weiß nicht, ob sie... ne, okay. Ach, egal. Kannst du nicht. Lol. Habt ihr das jetzt gesehen, bitte? Der rennt auf mich zu. Bam, zack. Und er bleibt vor mir stehen, ohne zu schießen. Nehmen wir uns ein bisschen. Ich weiß. Dankeschön, dass ich ein Schweinehund bin. Und was seid ihr dann? Ihr seid dann aber die größeren Schweinehunde wie ich. Ich helfe den Leuten von hier wenigstens. Ja. Ist schon okay. Haben wir uns schon aus. Weg. Boah. Feigling. Ja, ja. Das sagen alle. Stimmt dann recht, so wie der. Ah, das war jetzt ein Fail. Ein großer. Ja, ihr seid am Arsch. Wenn ich mir was vornehme, seid ihr normalerweise alle tot. Hey, das war jetzt aber... ja, das war nicht so fein, aber egal. Der Zweck heiligt die Mittel, sagt man halt. Aber da kommen sicher noch mehr. Das waren noch nicht alle. Nö, ich renne euch schon nicht davon. Ich habe hier noch eine Aufgabe, die Sklaven, die was ihr eingesperrt habt, zu töten. Ah, nicht töten. Töten sollte ich sie nicht. Ups. In die Richtung. Ups. Sorry, ich hätte sie beschützen müssen. Ach, habe ich vergessen. Alle umgebracht. Wer ist hier der Schweinehund, Alter?
Yeah. Hier kommt er ja mit seinem Kopf. Kann ich bitte den Kopf nochmal sehen? Ah, der war. Besser spät als nie. Gut. Nö, ich hab keinen Bock, mich zu zeigen. Sonst knallt ihm. Ups, dicht. Du tust mir nichts. Perfekt. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, nicht blindlings die Leute umbringen. Ich mich. Das ist ja eh schon ein bisschen dumm, finde ich. Nicht. Der Schweinehund versteckt sich und in 5 Minuten will ich seinen Arsch hier auf dem Tablett bekommen. Ja, komm. Ah, der war schön. Hier hol. Oh, okay. Was bist denn du denn Schönes? Was bist denn du denn Schönes? Eine neue Waffe. Ja, bin ich, Entschuldigung. Und wir ein bisschen aufrüsten. Ich glaube, das ist die AK. Nö. Atian, kannst du bitte? Ja, leck mich doch. Leck mich doch, Atian. Komm raus, du Schweinehund, bevor ich so richtig sauer werde. Sag ich ja, dumm. Du musst jetzt schon längst tot sein. Du hättest dich. Komm raus, verdammt nochmal! Ich finde dich sowieso! Alter, mach es nicht nach hinten! Komm mit erhobenen Händen raus! Hallo? Alter, schaut euch das an. Das ist ja voll verpackt. Ah, die habe ich jetzt aber nicht umgebracht. Das geht nicht auf meine Kappe. Eigentlich will ich, dass du tot bist. Wo ah. Zum Teufel versteckst du dich, du kleines Arschloch? Das wird eine große Sauerei, wenn ich mit dir fertig bin. Ja. Alter, was ist mit euch? Was ist denn das für ein Scheiß? Keine Sorge, bald wirst du gekocht, du kleines Schwein! Ja, ja. Okay. Hören das jetzt bitte. Hört mal, Leute! Der Mistkerl ist hier noch irgendwo! Ja. Ich bin, bevor er abhaut. Alter, ich renn bei euch vorbei. Das wird eine
Ich glaube, ich muss den einschalten. Alter, wie komisch ist denn das denn? Ach ja, hier ist eine Notiz, wie cool. Nein, die möchte ich schon behalten. Okay. Ich bin eigentlich direkt an euch vorbeigegangen. Dass ihr mich nicht gesehen habt, wundert mich. Und ich glaube, das ist schon ein kleiner Bug. Mir nervt das jetzt eigentlich nur, dass ich wahrscheinlich dann die Trophäe nicht bekomme. Weil ich muss die Laben befreien. War das hier? Egal. Irgendwo hat es hier eine Helmverbesserung gegeben. Ist die jetzt auch nicht da? Dann glaube ich es dann wirklich schon. Ist dieses Gebiet oder dieses kleine Dings. Was ist das Ding immer da drauf gelegen? Josh. Aha. Aha. Zeig dich, du Schweinehund, ich krieg dich doch. Voll. Du kriegst mich noch. Du hast vollkommen recht, dass du mich noch kriegst. Ich will dir nicht widersprechen. Hallo? Ja, wo ist? Komm endlich heraus, bring dir das hinter uns! Na gut, der will mich nicht kriegen. Ihr habt es jetzt auch gesehen. Hast du dich versteckt, du Schweinehund? Völlig in Ordnung. Da unten, Leute. Ah. Lol. Hast du dich versteckt, du Schweinehund? Alter. Nächstes Jahr. Ich jag denen ein ganzes. Ja. Dass du dir das richtige Versteck gesucht hast, du Schweinehund? Aha. Denn das Scheißhaus wäre für dich jetzt der beste Ort. Alter. Weißt schon nicht, was das der beste Ort ist. Molokos. Hallo. Hey Leute. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Verdammt, hallo. Alter. Tja, Leute, das Miststück ist irgendwo hier. So langsam werde ich richtig sauer. Nein, musst du ja nicht werden. Ich werde schon langsam sauer, wenn hier meine Upgrades nicht sind, die was ich brauche für die Trophäe. Alter, und Hurensohn braucht ihr gar nichts zu sagen. Ich will euch eigentlich eh sterben sehen, aber irgendwie seid ihr spontan unsterblich geworden oder so. Ich habe keine Ahnung. Keinen Plan jetzt, echt jetzt.
Ja, keine Ahnung. Können wir auch wieder alles ausschalten? Einfach nur, dass sie es schön romantisch haben. Keine Sorge, bald wirst du gekocht, du kleines Schwein. Ja, ja. Das haben schon viele behauptet, aber es noch nicht geschafft. Also, ja, soll er es nur sagen. Er soll sich hoffentlich schmecke ich auch gut. Alter. Ich werde hier voll und ganz beschissen. Okay. Gehen wir mal hier raus. Komisch. Hängen wir uns mal hier ein und hol mal ab von dieser Bude hier. Und jetzt möchte ich mir eigentlich als nächstes diesen Kran mir krallen. Oder das da. Geht natürlich auch. Aber ich wähle heute mal den Kran. Außerdem muss ich innerhalb zurück zu Anna mein nettes K wiederholen. Ja. Ich würde mal sagen, das mit der Oase ist auch ziemlich interessant. Dass man dort keine Sklaven töten darf. Also töte ich wahrscheinlich dort keine Gegner, weil ich nicht weiß. Weil ich nicht weiß, wer Sklave ist oder wer nicht, oder am besten einfach nicht schießen. Dass nicht schief gehen kann. Weil ich habe nur gesehen, dass sich wer durchgeschlichen hat bei den Eimern hoch. Da kriegt man nämlich auch eine Trophäe. Dazu habe ich einen Guide gemacht. Schaut vielleicht dort auch mal rein. Hallo? Ich glaube, ich bin da gerade ein bisschen falsch abgebogen. Da ist nichts gut. Ja, sag ich ja. Alter, leckst mich doch. Alter, was ist mit euch? Ah, vielleicht ist hier was. Ist hier vielleicht was? Ah, hier. Wasserkugel. Ja. Seit neuesten töten sie nicht. Ich werde mir wieder die alte Waffe holen. Ich meine, viel Munition ist zwar gut, aber irgendwie sterben die Dinger jetzt gerade voll nicht. Ja, leckt mich doch. Rest euch doch gegenseitig auf. Tut mir bitte den Gefallen. Ja, ach leck. Der Scharfschütze scheint kein Amateur zu sein. Ich sehe ihn. Einen Moment. Verdammt, mir ist Schweiß ins Auge gelaufen. Ja. Na, dieser Mistkerl. Egal.
Ja, egal. Lassen wir das mal Artyom machen. Aha. Jo. Scheiße, das Schloss der Waffe ist voll gestaubt. Ladehemmung. Mhm. Jo. Kann der ein ganz... Geht ihr das? Alter. Was ist mit den Gegnern hier los? Alter, die sterben einfach nicht? Was soll denn der Kacke? Alter, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Alter, ich habe fast ein ganzes Magazin reingejagt in ihm. Und er fällt noch immer nicht um. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich werde jetzt nachher mal nach dieser Aufnahme mal neu starten und dann morgen weitermachen oder so. Aber heute werde ich noch was schneiden. Einen Guide, wo ihr in Volga alle Sammelobjekte findet. Ja. Vielleicht funktioniert es jetzt besser. Nö, funktioniert nicht besser. Dreckskohle. Ja. Anarchen. Oh, der brennt auch. Jetzt kann ich mich um diesen Scharfschützen noch kümmern. Okay. Hierher, er ist hier. Aha. Hä? Da unten hatte sich der verdammte Scheißer. Er stirbt einfach nicht. So. Ich sehe ihn. Er ist da unten. Schön. Lade nach. Okay. Okay. Ja. Der wird davon rennt. Feigling.
Ja, sicher. Jetzt funktioniert's wieder. Alter, jetzt bin ich im Arsch. Ja, da bin ich. Ich mach da kein Geheimnis draus, wo ich bin. Stehe ich aber auch nicht. Neues Visier. Jetzt machen wir mal die Waffen sauber. Ja, voll ungenau sonst. Die schießen dann einfach nicht so gut, finde ich. Bam, bam. Ah, hier ist ja alles. Perfekt. Aber ich glaube, vielleicht kriegt man den Helm nur, wenn man ihn nicht in der Wohl... Oh. Okay, jetzt machen wir den noch schnell. Kalt. Was ist denn das für ein Scheiß? Seht ihr das? Oh. Ist fein. Irgendwas passt gerade nicht mit dem Game. Keine Ahnung was. Aber anscheinend bin ich unsterblich und die anderen Gegner auch. Und so weiter und so fort. Aber ist okay von mir aus. Aber ich sag jetzt nur mal, jetzt habe ich das perfekte Timing. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, wenn wir hier weitermachen und zum Kommandanten gehen, um ihnen ihm die Karten zu geben. Erwischt und eingesackt. Budatium, sieh dir sein Nest an, da muss es doch etwas Interessantes geben. Ich packe in der Zwischenzeit. Wir treffen uns in der Basis. Jo, machen wir noch. Gut. Bis zum nächsten Mal.